Sie wollen Stuttgart 21 stoppen und werden immer mehr. Gestern Abend sind wieder mindestens 20.000 gegen das milliardenteure Bauprojekt auf die Straße gegangen. Einige kamen in Trauerkleidung, trugen Stuttgart 21 symbolisch zu Grabe. Ralf Chevalier ist Architekt und mit seiner Frau Claudia und Tochter Janina gekommen. Er will verhindern, dass für den Neubau 280 Bäume gefällt werden. Das Tolle ist, dass einfach immer mehr Menschen zusammenkommen, dass immer mehr Argumente mit reingebracht werden und dass der Protest so bunt ist, aber auch so klar und deutlich mit Sitzblockaden zum Beispiel, dass einfach klar ist, an uns kommt man nicht mehr vorbei. Das Mammutvorhaben von Bahn, Stadt, Land und Bund ist jedoch längst genehmigt. Der alte Kopfbahnhof sei ein Bremsklotz. Deshalb soll er in eine unterirdische Durchgangsstation verwandelt werden, für über 4 Milliarden Euro. Über dem modernen Untergrundbahnhof soll ein rund 100 Hektar großes Neubauareal entstehen, mit Grünflächen, Büros, Geschäften und Wohnungen. Zu den Plänen gehört auch eine rund 3 Milliarden teure Hochgeschwindigkeitsstrecke über die Schwäbische Alb bis nach Ulm. Denn die alte Strecke ist nicht mehr zeitgemäß für die ICEs, die hier nur 70 km/h fahren können. Schon vor 17 Jahren gab es erste Pläne, den Stuttgarter Bahnhof umzubauen. Jetzt, da es ernst wird und die Bauarbeiten bereits begonnen haben, fühlen sich viele Bürger überrumpelt. Man ist hier eigentlich nie dran beteiligt gewesen. Wahlkampfthema an sich war es nicht. Ein Bürgerentscheid ist vom Oberbürgermeister hintertrieben worden. Und das hat mich einfach dann maßlos empört, dass man so mit mündigen Bürgern hier in dieser Stadt umgeht. Es ist eigentlich schlimm, wenn man nicht merkt, was das Volk möchte. Wir sind doch eigentlich diejenigen, die das zu bezahlen haben letzten Endes. Viele Stuttgarter wollen ihren Kopfbahnhof behalten. Ihnen stinkt vor allem, dass die Kosten des Bauvorhabens immer wieder nach oben korrigiert werden. Niemand weiß, wie teuer das Projekt am Ende wirklich wird. Die Verantwortlichen von Stuttgart 21 beteuern, der finanzielle Rahmen werde nicht gesprengt. Die Demonstranten kämen mit ihrem Protest zu spät. Früher gab es keinen Protest, der ist jetzt erst in letzter Zeit so massiv angewachsen. Aber einem Bürgerentscheid gibt es halt rechtlich nicht mehr die Möglichkeit. Den hätte es bis 2001 oder 2005 gegeben, ab da nicht mehr. Und von daher gesehen sind die Leute wütend, warum sie nicht gefragt wurden. Aber das hätte man halt früher beantragen müssen im Stuttgarter Gemeinderat. Und das ist nicht erfolgt von keiner Fraktion. Hinter diesem Zaun haben die Bauarbeiten bereits vor Wochen begonnen. Der ganze Nordflügel dahinter soll demnächst abgerissen werden. Jana Werner Scholz will das verhindern. Die gebürtige Dresdnerin glaubt, nur die Sache ist verloren, die man aufgibt. Der Bauzaun ist für sie und viele andere Gegner des Projekts zu einer Art Wallfahrtsort geworden. Ich lebe seit 21 Jahren in Baden-Württemberg und für mich ist das jetzt irgendwie das erste Mal, wo ich mich hier auch irgendwo zugehörig fühle und dann auch meine kleine Stimme erhebe gegen diesen Wahnsinn. Wenn wir da nichts unternehmen, dann hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln ein Verkehrschaos hier in Stuttgart, weil dieser Bahnhof nicht funktioniert. Der Schweigemarsch endete gestern Abend mit viel Krach auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Auch Helmut Witt möchte verhindern, dass der Bahnhof unter die Erde verschwindet. Das ist an sich ein Verbrechen, dass man einen völlig intakten Kopfbahnhof einfach platt machen will, nur um mit einem Radikalabriss sein Geld zu verdienen. Ein Baustopp würde zum jetzigen Zeitpunkt 1,4 Milliarden Euro kosten, sagen die Verantwortlichen von Stuttgart 21. Die Gegner lassen sich davon nicht beirren. Demonstrationen wie diese wollen sie in Zukunft mindestens einmal die Woche organisieren. Die Äpfel sind reif. Monika Bartzen genießt die Spätsommerruhe in ihrem Münchner Garten. Eine Ruhe, die fast für immer verloren gewesen wäre. Denn fast wäre gleich hinter ihrem Grundstück der Transrapid vorbeigedonnert. Direkt hinter meinem Gartenzaun läuft hier ein Industrieglas. Das wäre geblieben. Gleich dahinter wäre der Transrapid 245 Mal bei Tag und bei der Nacht gefahren mit einem doch sehr lauten Lärm. Vor 10 Jahren entschieden sich Bayern, der Bund und die Bahn, in München einen Transrapid zu bauen, vom Bahnhof zum Flughafen, 37 Kilometer Strecke mitten durch Münchner Wohngebiete. Monika Bartzen organisierte den Widerstand. Wir fangen an mit einem kleinen Kreis. Man hat die Leute zusammengesucht,
die dagegen waren, die auch ein bisschen Selbstinitiative haben. Und dann haben wir gesagt, der Einzelne schafft es nicht, sondern es geht nur, wenn wir zusammenkommen, wenn wir viele zusammenkommen. Der Einzelne ist schwach, viele zusammen sind stark. Und dann ging's los. Zuerst im kleinen Kreis in ihrer Nachbarschaft. Plakate malen, informieren, Mitstreiter suchen. Die Demos auf dem Marienplatz wurden schnell größer. Zum Schluss waren es 15.000 Menschen. Und als ich die Leute auf dem Marienplatz sah, da wusste ich, dass wir es schaffen. Da wusste ich es. Ministerpräsident Stoiber klammerte sich an den Transrapid. Sein Nachfolger Beckstein stoppte ihn. Beckstein wusste, dass er keine Ruhe mehr bekommt, sagt Monika Bartzen. Und so blieb der Münchner Transrapid eine Computeranimation. Ich muss sagen, ich bin da stolz. Froh, dass ich es gemacht habe, und ich bin auch stolz. Am Frankfurter Rhein-Main-Airport hatte der Bürgerprotest keinen Erfolg. Der Flughafenausbau ist in vollem Gang, auf einer der größten Baustellen Europas. Ein neues Terminal wird hochgezogen, dazu eine neue Landebahn direkt am Ortsrand der Stadt Kelsterbach. Das ist schon, naja, es können die Tränen kommen, aber ich muss halt kräftig schlucken. Auf die Anwohner nimmt man hier überhaupt keine Rücksicht. Also wir fühlen uns von der Politik betrogen. 10 Jahre lang wurde um den Neubau am Flughafen gerungen. Der Flughafenbetreiber wollte ihn, Ministerpräsident Koch wollte ihn, viele Menschen in der Region wollten ihn nicht. Rund 100.000 Bürger hatten gegen die Landebahn Einspruch erhoben. Kistenweise trugen sie die Anträge ins Regierungspräsidium. Man wollte den Ausbau mit juristischen Mitteln stoppen. Wirklich große Massenkundgebungen aber gab es nicht. Als der Kelsterbacher Wald für die Startbahn gerodet wurde, da stiegen nur ein paar Dutzend Aktivisten auf die Bäume. Und beim ersten Spatenstich für die neue Landebahn kamen kaum mehr als 100 Demonstranten. Leute, die mir engagiert haben, die sich mit auf die Straße Demonstrationen begeben haben, da waren wir einfach zu wenig. Wenn mir vielleicht die Masse größer gewesen wäre, hätten wir vielleicht noch eine bessere Chance gehabt. Man hat sich vielleicht zu sehr auf die Juristerei verlassen, weil im Vergleich zur Stadtbahn West haben ja hier von Anfang an Juristen ihre Finger mit im Spiel gehabt. Und ich glaube, da haben sich die Menschen drauf verlassen. Und Gerichte werden jetzt auch darüber entscheiden, ob wenigstens das versprochene Nachtflugverbot Bestand hat. Noch starten die Flugzeuge rund 1 Kilometer entfernt von Eleonore Wagners Dachterrasse. Wenn die neue Bahn fertig ist, landen die Maschinen bei ihr direkt hinterm Haus. Ich gehe davon aus, dass man hier nicht mehr wohnen kann. Aber wie gesagt, ich werde es mir erst mal anhören und werde dann anschließend eine Entscheidung treffen. Resignation schwingt mit. Eleonore Wagner weiß, dass sie und ihre Mitstreiter verloren haben.